Hallo und willkommen zu EverQuest 2. Ja, wir sind hier gerade in einer neuen Reihe, weil ich mal auskundschaften möchte, was euch sonst noch so alles gefällt. Und da sind wir jetzt bei EverQuest 2 angekommen, beziehungsweise es wird wahrscheinlich auch das erste Video sein, auch wenn ich andere schon aufgenommen habe. Aber wie gesagt, das wird wohl das erste Video sein. Ich muss hier erstmal wieder in der Steuerung klarkommen, weil ich habe das schon ziemlich lange nicht mehr gemacht und ich habe eben gerade festgestellt, als ich sie hier eingeloggt hatte, dass es übrigens eine Wächterin, glaube ich. Ja, die habe ich auch irgendwann mal hochgespielt, dass hier gerade ein Event läuft und da werden wir uns natürlich auch gleich einmischen in dieses Event. Ich weiß zwar nicht, um was es hier geht, ach, da drüben steht es ja, verteidigt das Unterbrechergerät des Paktes, während es für die Reinigung des Tempels aufgeladen wird. Ja, es sind natürlich wieder wahrscheinlich irgendwelche Monatsevente oder was auch immer hier, ich kann es jetzt echt nicht sagen. Ach, guck mal, hier ist sogar ein Leader, den werden wir uns mal anschließen. Cookies. So, Gruppe beitreten. Einsatztruppe beitreten. So. Ich glaube, wir sind beigetreten. Wie auch immer. So, und jedenfalls werden wir uns dann hier, wie gesagt, ein bisschen mit einbringen und mal gucken, was uns das hier Schönes alles bringt. Wie gesagt, ich habe keinen Plan. Wer weiß, vielleicht mache ich hier auch schon wieder die Hälfte verkehrt. Kann natürlich auch sein. Weil das fährt man ja dann immer so nebenbei. Oh, ihr seid ja blöd oder was auch immer. Das erlebt man ja auch ziemlich häufig in Spielen. Vor allem, weil man ziemlich lange nicht mehr da gewesen ist. Und ich klicke hier einfach erstmal wahllos durch die Gegend. Weil ich habe mich null vorbereitet, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich dachte mir, ich logge einfach mal ein und gucke mal von wegen, was hier interessant ist. Ach, guck mal, das ist sogar ein Champion. Mal gucken, was dabei Schönes rauskommt. Und wie gesagt, ich dachte mir, ich gucke einfach mal, was euch hier sozusagen gefällt, um herauszubekommen, ob wir gegebenenfalls irgendwas Neues, so Let's Play-mäßiges rausbringen. Ich glaube, das wäre sowieso so eine generelle Idee mal in Zukunft, dass ich einfach erst einmal teste, was euch sozusagen am besten gefällt. Es muss ja nicht nur mir gefallen, es muss ja auch euch gefallen, sag ich dann mal einfach, gell? Und wenn euch EverQuest zusagen würde, also ich habe auch noch andere Charaktere, die ich euch da hier anbieten könnte. Also ich habe hier auch noch einen Baldi, dann habe ich noch einen Magier, keine Ahnung, wie nennen die sich? Negros? Und Zauberer, nennen die sich hier auch Zauberer? Ich weiß es gar nicht. Und habe ich jetzt gerade hier Standbild? Nee, ich dachte eben gerade. Und ich habe noch diverse andere Chars. Und die kann man sich natürlich auch anschauen. Weil EverQuest ist natürlich halt eben auch ein MMO. Aber Freunde von mir, also andere Let's Player wie Maeve zum Beispiel, die spielen auch EverQuest. Nur leider nicht hier auf dem Server. Und ja, ich könnte natürlich überlegen, ob ich halt eben den Server wechsle. Aber das hatte ich jetzt nicht wirklich vor. Weil ich habe diesen Server hier eigentlich ausgewählt gehabt, weil ich den cool finde. Also das ist Zagonur, falls es euch interessiert. Und ich habe diesen Server deswegen ausgewählt, weil ich das so cool finde, weil der Name erstmal ziemlich unaussprechlich ist, wenn man den erstmal sieht. Und ja, ich stehe halt eben auf so etwas. Deswegen dachte ich mir, da werden nicht so viele Leute dann hier auf den Server gehen. War ja auch ganz okay gewesen. Und wie gesagt, also ich hatte hier schon viel Spaß gehabt. Ich habe hier auch schon viele Stunden auf in EverQuest verbracht. Und ja, macht jedenfalls Spaß. Ich weiß, im Moment sieht es ziemlich unübersichtlich aus. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir das hier überhaupt noch packen, ob wir hier überhaupt da diese Leiste voll bekommen müssen oder nicht. Also im Moment sieht es jedenfalls nicht so danach aus, dass wir hier irgendetwas schaffen würden. Ich lasse mich einfach mal überraschen. So, und hau hier einfach erstmal die Spells raus, weil, wie gesagt, ich habe mich ja null vorbereitet. So, aber das Event ist wohl gelaufen. Verteidigtes Unterbrechergerät, genau. Event war erfolgreich und wir haben immerhin noch Bronze erreicht. Und die rennen hier alle hier hoch, also muss hier oben wohl irgendwas sein. Ah, da ist die Schatztruhe. Gut, dann plündern wir die natürlich gleich. Dann seid ihr live dabei, was wir Tolles bekommen. Es sind wahrscheinlich alles grüne und blaue Items. So, da ist es. So, grausamer Fokus, sag ich doch, grüne und blaue Items und haben immerhin ein Kupfer und dieses Dragoniterz, was wahrscheinlich auch kein Mensch braucht, weil ich habe da so viel von. So, und wir haben noch eine Bonustruhe bekommen. Und ein Schwert. Toll. Ja, die NPCs sind hier jetzt auch wieder aufgetaucht, wie man hier sieht. Also hier ist sozusagen Reparatur. Da möchte ich ein paar Dinge nicht verkaufen, weil eigentlich will ich die ja zerlegen. Wie konnte man die hier nochmal zerlegen? Ist jetzt auch egal. Wollen wir jetzt nicht. Hier kann man natürlich auch verkaufen oder einkaufen, wie auch immer, was man möchte, wenn man da den NPC erwischen würde. So, ach genau, hier zerlegen. Dazu braucht man das ganze Zeug hier. Und dann bekommt man dementsprechend die Items raus. So, die Truhe, die haben wir ja schon.
Und hier ist natürlich ein Lichtbringer. Sprich, wenn man sozusagen das Event hier bestanden hat, dann kann man sich hier diese Dinger hier kaufen. Wissen. Was natürlich auch immer sehr praktisch ist, weil in der Regel habe ich das dann immer so gemacht gehabt, dass ich diese Dinger kaufe und dann so viele kaufe, dass ich die dann später verkraften kann, also in dieser komischen Schmiede, die halt eben diese besondere Schmiede, ach Gott, ich sag's doch, ich bin so super vorbereitet, aber warte mal, wir können ja mal kurz gucken, ich kann euch vielleicht sogar sagen, wie diese Schmiede heißt, warte mal, das war nicht hier, wie kann man, da kann man, genau, ewige Schlachtfelder, Zago nur. So, wir wollen natürlich jetzt gerade mal dorthin reisen. Das sind jetzt übrigens die PvP-Gebiete. Genau. Also hier dürft ihr dann natürlich auch noch entscheiden. Angenommen, Guild Wars 2 gefällt euch, auch wenn ihr im Moment gerade nur nicht viel gesehen habt, sondern nur Klopperei und hin und her gerenne und die ganze Zeit mein dummes Gelabere ertragen. Aber wie gesagt, ihr könnt hier entscheiden, ob wir dann sozusagen PvP oder PvE machen würden. Und, oh, Vorratslager, es gibt mittlerweile Vorratslager hier, das finde ich auch sehr lustig. Wahrscheinlich kriege ich gleich wieder einen in die Fresse, wenn ich hier nehmen würde, aber ich habe sowieso schon einen. Also ich habe noch genug und es geht jedenfalls, weswegen wir hierhin sind, die Schmiede, die ist hier. Oh, das Gebiet gehört sogar uns. Ich weiß auch gar nicht, wie es hier gerade aktuell aussieht. Also sprich, auf welchem Platz wir sind, ist jetzt ja auch völlig Schnuppe. Und dumm, genau, da diese Schmiede hier, meine ich, mystische Schmiede, mein Gott, da kann man doch gleich drauf kommen. Also da kann man jedenfalls auch die Items hier reinlegen. Könnte man jetzt hier auch, was habe ich denn da schon wieder? Grausamer, orianischer Fokus der Luft. Sieht jedenfalls wahrscheinlich knuffig aus, kann man sich das auch Vorschau angucken. Und das ist das Ding hier. Hm, sieht fast aus wie so ein Chakra. Mach mal einen auf Xena. Würde ja auch schon fast passen, von der Frisur her. Sie ist allerdings natürlich nicht so leicht bekleidet. Ja, also wie gesagt, also das wollte ich euch nochmal so ein bisschen vorstellen. Ich kann euch ja nochmal ein bisschen hier auch so vom restlichen Gebiet zeigen. Entschuldigung, ich habe nur gerade etwas im Rachen gehabt. Warte mal, da wollen wir raus. Ja, das ist halt eben irgendwie leider etwas schade, weil diese Gebiete, die sind halt eben alle gleich, diese ganzen PvP-Gebiete, bis halt eben auf dieses ewige Schlachtfeld. Das ist da etwas anders aufgebaut, aber es gibt ansonsten, wo war es hier, genau diese drei Realms und die sind genauso aufgebaut wie das hier auch und ewige Schlachtfelder sieht halt eben wieder etwas anders aus und ja, wie gesagt, ich überlasse es euch, ob ihr Bock dazu habt, dass ich jetzt sozusagen hier ein bisschen Guild Wars 2 spiele oder gegebenenfalls, was ich auch noch im Angebot hätte, dann irgendwann mal Diablo oder EverQuest 2. Aion hätte ich auch noch und dann gucken wir mal, was euch sozusagen gefällt. Lasst einfach euer Kommentar da und ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit meinen Videos. In dem Sinne, auf bald. Tschüss.